Hallo, na? Kennt ihr das eigentlich auch? Ihr sitzt an einem traurigen Wintertag in eurer Wohnung, schaut auf euer Mobilfunkendgerät, das Akku ist bei 2% und ihr denkt euch, was für eine ewige Tristesse, in der ich hier leben muss. Doch ich hab da was für euch, meine Freunde. Und zwar gibt's lustige Sachen im Internet. Ihr nehmt euch jetzt ein Ladekabel, steckt euer Handy an und dann guckt ihr ein paar lustige Memes hin. Mir ist das klar? Nee. Danke dafür. Meine Freunde, wir schauen uns heute gemeinsam deutsche Memes an. Und ja, deutsche Memes können unangenehm sein, aber nein, deutsche Memes können auch extrem lustig sein. Ich würde sagen, wir gucken hier mal ganz kurz rein. Leo ist für mich in die Weiten des Internets gezogen. Also genau genommen ist Leo einfach auf Reddit gegangen und hat sich da umgeguckt bei IchIEL. Falls ihr IchIEL nicht kennt, dann schaut da einfach gerne mal rein. Absolut geisteskrank lustiges funny Subreddit mit super lustigen Leuten und lustigen Kommentaren. Und wir werden uns jetzt diese deutschen Memes hier anschauen und gucken, wie viel deutsche Memes tatsächlich im Endeffekt doch taugen. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Bild. Hier sehen wir eine Katze, da steht ich drauf. Und die trinkt aus einer Tüte, da steht drauf Curry-Gewürz-Ketchup. Es tut so sein, meine Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist wieder sehr, sehr relatable. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich deutsches Ding. Hela, Curry-Gewürz-Ketchup, Bubble. Mann. Ketchup. Es heißt Ketchup. Mein armer Hund, der schläft hier hinten. Tut mir wirklich leid. Da liegt er. Seht ihr ihn? Da. Naja, jedenfalls Hela Gewürz Ketchup. Ich kann das Wort nicht aus... Ihr wisst, was ich meine. Das, was auf dem Bild in der Tüte drin ist. Das ist sehr lecker. Das kann man gut zu allem essen. Zu Pommes. Das war's. Sieh sie nicht an. Spiel mit Lego, nicht mit Brüsten. Brüste sind nur temporär. Lego ist ewig. Du brauchst sie nicht. Du brauchst Lego. Du hast vollkommen recht, Held der Steine. Du hast vollkommen recht. Meine Freunde, falls ihr den Held der Steine nicht kennt, was eine absolute Todessünde in meinem Kosmos ist, dann solltet ihr schnellstmöglich auf den YouTube-Kanal von Held der Steine gehen und da ein Shoutout, so geschrieben, Shoutout von Revi da lassen und auf jeden Fall da mal rein abonnieren, weil der Held der Steine ist der größte Ehrenmann in ganz Deutschland. Und das meine ich so. Held der Steine, ich würde sehr gerne mit dir ein Lego-Yoda zusammenbauen, mit einem so fetten Schwanz. Hätte ich richtig Bock drauf. Grüße gehen raus an dich. Und dieses Mädchen im Hintergrund, Unehre, Unehre, Unehre. Hör auf, wie beim Lego-Spielen zu stören. Meine Mutter hat sich beide Beine gebrochen. Oh nein, die Arme. Nein, die Beine. Sehr lustig, weil das ist ja so ein Ding, dass man sagt, die Arme und dann die Beine. Wisst ihr, die deutsche Sprache ist unglaublich verworren und so verdammt nochmal kompliziert. Man sagt immer Deutsch, die Sprache der Dichter und Denker, die Sprache derer, die ihre Gefühle der Lautmalerei hingeben. Die Sprache der Baden und der Lauten... Sprache der Baden... Ich muss mir kurz einen Text überlegen, kleinen Moment. Die Sprache der Baden und der Gelehrten. Alter, das ist einfach ein Geisterinstrument. Aber auch die Sprache, die Robert Geis sprechen. Grüße gehen raus an Roberto Geisini, die richtig tolle Jacken designen. Wirklich. Ja, Deutsch ist eine extrem komplizierte und verworrene Sprache. Und trotzdem, meine Freunde, hat sie irgendetwas. Wie zum Beispiel diesen lustigen Wortwitz. Wer jetzt gelacht hat, kann einen Daumen nach oben geben. Haha, haha, hoho. Wenn der Nicht-Nussen-November endlich vorbei ist, Bruder, Nuss los. Man erinnert sich vielleicht, der Nicht-Nussen-November, meine Freunde, der No-Nut-November im Englischen ist der Nicht-Nussen-November im Deutschen. Und ja, was soll ich sagen, als dieser dann von dannen gezogen ist, musste ich mich sofort auf mein Pedalo schwingen und natürlich direkt losnussen. Lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr am heutigen Tage bereits die Nuss geleert habt oder genusst habt. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. 100... Stumpf. Einfach nur stumpf. Elon Musk tweeted 146k Cybertruck order so far with 42% choosing dual bla 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 bla. Und dann schreibt er da 100 runter 187.000 und da ist natürlich wieder der eine Deutsche, der schreibt 187. Ja, Leute, wir Deutschen, omnipräsent, überall da, wo man uns nicht erwartet, sogar im Internet und auf Twitter. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, irgendwie kann ich die deutsche Meme-Kultur und das Ganze drumherum, den deutschen Humor, irgendwann doch tatsächlich etwas abgewinnen. Wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Wir haben anständige und vernünftige Memes erschaffen. Danke dafür, liebste Merkel. Dieser Moment, wenn du gemütlich mit 230 dahin fährst und dein Navi dir sagt, in 50 Metern die zweite Ausfahrt vom Kreisverkehr zu nehmen. Vom was? Ja, ich kenn's, das sind die selber Leute, ich fahre ein AMG, klar, da ist es wichtig, dass man auch mal 230 entspannt im Kreisverkehr fährt und sollte sich der Kreisverkehr tatsächlich nicht dazu eignen, die zweite Ausfahrt zu nehmen, dann fährt man halt einfach noch eine Runde, Leute. Mit so einem AMG ist das super easy, ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal 230 in eurem Leben gefahren seid mit euren Dreckskarren, ich mache das jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit und eins sage ich euch, ich fahre nur durch 30er-Zonen.
Loyalität bedeutet, dass wenn deine Freunde ihre Ziele erreichen, du dich genauso freust, als wären sie die eigenen. Kontra K. Hat Kontra K das wirklich gesagt? Als wären es deine eigenen. Also ein Freund von mir erreicht sein Ziel und du freust dich dann, weil er es erreicht hat. Also angenommen, mein Freund geht quasi hin und sticht jemanden ab und das war immer sein Ziel, dann sage ich, nice, Bro, ich freue mich darüber. Ah ja, darunter geht's noch weiter. Bro, ich habe endlich mein Ziel erfüllt. Ehrlich, was war dein Ziel? Ich habe deine Mutter zu knallen. Freut mich. Ja, genau halt das. Also ich weiß nicht, ob Loyalität, das beschreibt Loyalität nicht ansatzweise. Nein, tut mir leid, Kontra K. Also, bin ich ehrlich, lässt sich auf sehr viele Dinge nicht anwenden. Wenn dein Freund oder ein Freund von dir das Ziel hat, einen Genozid an der Menschheit zu verüben, dann solltest du dich nicht freuen, wenn er es dann tatsächlich schafft, sondern im besten Falle bringst du deinen Freund dann zur Polizei und beendest in dem Atemzug dann auch die Freundschaft. Französisch. Singular, le, la, i, plural, les. Italien. Singalore, illo, la, i, plurale, igli, le. German. Nominativ, der, die, das, Akkusativ, der, die, Dativ. Ja, wir kennen es alle, meine Freunde. Und Englisch, the. Ja, das war's. Deshalb ist Englisch eine unglaublich einfache Sprache und Deutsch ist der größte Ab. Leute, wir können wirklich, wirklich froh sein, dass wir Deutsch als Muttersprache sprechen, dass wir gelernt haben, von Anfang an in unserem gottverdammt beschissenen Leben Deutsch zu lernen. Weil ganz ehrlich, ich hätte gar keinen Bock, und ich meine das so, gar keinen Bock, mit einer anderen Muttersprache Deutsch später lernen zu müssen. Größten Respekt vor allen Menschen, die in dieses Land gekommen sind, ohne vorherige Sprachkenntnis und es trotzdem schaffen, die Sprache deutlich besser zu sprechen, als ich das hinbekomme. Großes Shoutout an euch, Deutsch ist die größte Absprache der Welt. Und trotzdem ist sie die Sprache der, hier, Dichter und Denker und Baden. Der gute alte Durstmacher mit Natriumchloridgeschmack. Es ist einfach eine Tüte Salz. Wer liebt nicht eine Tüte Salz zur Pausensnack? Ich meine, kennt ihr es nicht auch, Leute? Ihr seid im Pausenhof unterwegs. Im Pausenhof wahrscheinlich. Ihr lauft durch den Pausenhof. Ihr seid also in der großen Pause unterwegs und geht zum Kiosk und denkt euch, Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, dass ich heute genug getrunken habe. Eigentlich habe ich extrem Bock auf eine Runde Durst. Und ja, dann trinkt man einfach so ein Paket Salz. Natriumchloridgeschmack ist auch einfach der beste. Der gute Durstmacher, meine Freunde, gibt's ab jetzt an jeder Dönerbude. Ist genauso wie der Ayran, wo nur Zucker drin ist. Perfekt. Mein Licht geht aus. Wir gehen nach Haus. Ja, St. Martin Flashback an der Stelle auf jeden Fall schon wieder da. Ich bin froh, ich habe dieses Jahr keinen einzigen St. Martin Zug sehen müssen. Das Problem ist dabei auch immer, dass ich dazu neige, die ganzen Wegmänner den Kindern wegzunehmen. Das heißt ja auch Wegmann. Das heißt ja nicht Gibmann, sondern Wegmann. Absoluter Killerwitz. Wir machen direkt weiter an der Stelle. Mama, was ist los? Habe Rheuma. Was ist das? Rheuma dein Zimmer auf, du. So, ja, auch das ist irgendwo lustig, weil Rheuma eine sehr ernstzunehmende Krankheit ist, aber mit einem kleinen, aber feinen Wortwitz hier auch wieder im Deutschen absolut nice überspielt werden kann. An der Stelle Grüße, geht raus an euch alle. Es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, sein Zimmer aufzuräumen. Und damit ihr es auch wirklich macht, hier ein wunderschönes und sauberes eingerichtetes Zimmer mit 10 Sekunden Fahrstuhlmusik. In der Zeit könnt ihr euer Zimmer aufräumen. Albert Einsteins last words were spoken in German to a nurse who only knew English. Any ideas what he could have said? Er wird wahrscheinlich zu der Krankenschwester gesagt haben, sprich Deutsch, du Sohn. Ja, sprich Deutsch, du Sohn wird wahrscheinlich Albert Einstein gesagt haben. Jeder weiß, dass Albert Einstein ein sehr, sehr, sehr vulgärer Mann gewesen ist, der tatsächlich durch seine Sprache damals schon echt oft negativ aufgefallen ist. Wir erinnern uns tatsächlich an seinen Abschiedsbrief, den er geschrieben hat, als er dann 1931 aus Deutschland ausgereist ist. Falls Deutschland 31 nicht richtig ist, an der Stelle könnt ihr mich gerne in den Kommentaren berichtigen. Ich lese mir eh nicht durch. Und es stand Folgendes geschrieben. Liebster Bundeskanzler, Frau Angela Merkel, Urgroßvater. Genau. Ich verlasse hier mit Deutschland. Liebste Grüße, dumme Nudde. Genau so stand's im Briefe geschrieben. In Mexiko sagt man nicht, ich liebe dich. Dort können sie nämlich gar kein Deutsch. Plato. Das ist genau richtig. Tatsächlich, weil die sprechen halt in Mexiko kein Deutsch. Grüße auch hier. Hi, Leo, schön, dass du da bist. Leo ist übrigens halb Mexikaner und wird euch jetzt ganz kurz darüber unterrichten, wie man in Mexiko ich liebe dich sagt. Wer mochte den alten PewDiePie auch mehr? Oh Mann, Alter. Das ist doch August von White Titty. Und da ist er ja. Da ist ja sogar Phil Laude da hinten. Und hier ist Cold Mirror. Ja, der alte PewDiePie war deutlich besser. Kann man nicht anders sagen. Vor allen Dingen mit der Frisur, Leute. Ging mir deutlich besser rein. Bin ich ganz ehrlich. Mutter, sei nicht so laut, wenn du zockst. Es ist schon 22 Uhr. Ebenfalls meine Mutter um 7 Uhr in der Küche. Ja, auch das kann ich tatsächlich so bestätigen. Ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn Wochenende ist, stehen die Eltern trotzdem um 7 Uhr auf und räumen den Geschirrspüler mit einem unglaublichen Zorn aus, dass mir wirklich Hören und Sehen vergeht. Mutter, Vater,
Warum habt ihr mir das angetan? Ich habe im Dachgeschoss gewohnt und trotzdem jedes Mal gehört, wenn Tassen geflogen sind. Habt ihr euch gestritten? Falls ja, schreibt mir bitte jetzt bei WhatsApp. Wähle zwei Waffen für die Zombie-Apokalypse. Der weiße Bastelkleber von Art Attack. Der Dom 52. Eine frei erfundene Geschichte. Toko Schnips und Lecklutscher. Galileo Kamerateam und Arschschießen. Ja, an der Stelle muss ich vielleicht mal ganz kurz in die Meme-Meta einsteigen, denn bei IIL ist es natürlich hundertprozentig wichtig, dass alle Memes aus dem Englischen ins Deutsche 1:1 im Wortlaut übersetzt werden. Deshalb heißt es nicht The Dome 52, sondern Der Dom 52 und nicht Togo Flick and Lick, sondern Togo Schnips und Lecklutscher. Ne? Ganz wichtig. Ich würde, glaube ich, tatsächlich das Galileo-Kamerateam und eine freigefundene Geschichte wählen für die Zombie-Apokalypse. Bin der Meinung, dass mit dem Kamerateam und dem Dude, der hier vorne tatsächlich immer diese Geschichten erfunden hat, weiß ich, wie sein Name ist, ich habe ihn vergessen, Zombie-Apokalypse auf jeden Fall extrem lustig wäre. Wahrscheinlich würde ich nicht überleben, aber sie wäre extrem lustig. Und Bastelkleber, ganz ehrlich, Leute, niemals hatte irgendjemand weißen Bastelkleber. Unmöglich. Schuhe gehören nicht in den Hausflur, das steht in der Hausordnung. MFG Schmidt. Ganz wichtig, Schuhe gehören nicht in den Hausflur, das steht in der Hausordnung. MFG Schmidt, hat er recht? Ja, Schuhe gehören nicht in den Hausflur, merkt euch bitte. Und da sind wir auch schon am Ende unserer Tortur angekommen, meine Freunde. Es war mir eine absolute Monster-Ehre, mit euch dieses Top-Notch deutschen Memes zu reviewen. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich musste auf jeden Fall. Und frohe Weihnachten. Ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Abend. Könnte sein, dass ich just in diesem Moment übrigens auf Twitch live bin aus Berlin. Tschüss.